man, so wie es ausschaut. So, jetzt aber. Hermine, du weißt Bescheid. Ja. Die Katze schnurrt immer so süß. Bumm. Ach komm, wisst ihr was? Wir tauchen mal ein bisschen mit Hermine. Können wir hier irgendwas machen? Sorry, das will ich kurz holen. Das ist ein schönes Stats, die wir gebrauchen können. Okay, ja. Waren es nicht so viel, aber egal, die Treppe ist ja unendlich. So. Und jetzt hier noch. Gryffindor. Normalerweise hat Gryffindor immer ein bisschen mehr gegeben, aber ist ja auch nicht sonderlich schlimm. So, und jetzt hier Defindo. Ups, dazu soll ich Defindo erstmal auswählen. Na, hallo? Defindo. Und jetzt. Und wir haben einen wunderschönen... Naja, wunderschön ist der jetzt nicht, aber naja, egal. Ein Fisch, den wir ins Wasser tun halt hauptsächlich. Haben wir damit die Übung gemeistert? Ja, wir haben den Findo freigeschaltet. Und jetzt weiß ich übrigens, wie, glaube ich, wie ich das Schloss machen kann. Wir konnten den bestimmt ja schon. Na ja, gut, glaube ich nicht. Aber am Anfang hat uns ja Professorin Umbridge das Zaubern verboten. Okay, ciao Professor Flitwick, wir gehen raus. Und wir gehen wohin? Warte, jetzt Moment mal. Können wir das jetzt? Ja, jetzt geht das nämlich. Das dachte ich mir schon. Wo fliegt der hin? Oh. Ja, Bruchlandung gemacht. Uns soll es nicht stören, uns hat's Geld gebracht. Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wohin wir gehen. Weil ich habe das gar nicht, also ich weiß, ich habe letztens erst die Filme geschaut, aber ich habe das gerade gar nicht im Kopf, was immer als nächstes kommt. Weil die Filme, na, dich nehmen wir natürlich mit. Weil das ist ja an die Filme gerichtet. Achso, wir müssen das jetzt wieder, ich glaube, das kommt jetzt öfters im Spiel. Na, Hermine. So. Und da draus wird, achso, ja gut. Können wir da rausspringen? Nö, geht natürlich nicht. Schade. Hier Stats mitnehmen. Stats, 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 Stats. Wir werden wir auch öfters, also wie gesagt, ich werde die alle auch noch später mitnehmen, weil wir immer öfters vorbeikommen werden. Ich mache das jetzt nicht alles, alles auf einmal. Hä? Achso, das ist ein neuer Screen. Ich habe gerade gedacht, okay, dann. Die blauen nehmen wir natürlich mit. Die sind immer gern gesehen. Wow, und vor meinem Fenster, ich habe gerade die Rolle hinunter, war hier gerade so eine mega Libelle. Alter, die hat mich gerade voll erschreckt, Mann. So. Gut, jetzt genug über Libellen geredet. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Harry Potter Musik liebe? Nein? Ach, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wohin führt der uns denn? Hm. Ich laufe dem jetzt einfach wirklich mal hinterher und mache mal gerade gar nichts, weil es mich interessiert, was jetzt passiert. Ich glaube, wir kommen zum Fuchsbau, kann das sein? Erstmal wieder die Findo, unser neuer Lieblingszauberspruch. Na? Und jetzt hier wieder zusammenbauen. Warum steht das da überhaupt? Oh, das wird eine kleine Lokomotive. Sag bloß, wir können nicht fahren. Haha. Yeah. Okay. Boah, macht Spaß. Lauf, Ron, lauf. Lauf, Forrest. Okay, genug Spaß gehabt, wir gehen weiter. Moment, können wir die noch kaputt machen? Obwohl, ich will die eigentlich gar nicht kaputt machen. Die ist mir viel zu schön. Die lassen wir mal. Die machen wir nicht kaputt. Boah, kommt ja viel Cash raus. Also sieht man zumindest so aus, dass wir jetzt in den Zug steigen werden. In Hogsmeade, um genau zu sein. Na, Y. Y?
Ach so. Tschüss. Tschüss, tschüss. Lade, es lädt und lädt das Ladenslust. Lade, es lädt gerade viel. Es brodelt. Jo, ein kleiner Fresh Dumbledore war da gerade. Hab's genau gesehen. Och nö. Hermine hat anscheinend eine Idee, was ich gerade wirklich cool finde. Ey, dieser Creature, echt, ne? Wow. Bumm. Was können wir hier machen? Dass wir immer das ganze Zeug aus der Rumpelkammer bekommen, ne? Aber wenn wir da reinkommen, dann gibt es da drin bestimmt noch was Cooles zu holen. Moment. Ja, sag ich ja. Und was ist? Wieder eine Torte? Fresh Dumbledore hat Hunger, so wie es ausschaut. Ach, sag bloß, das ist schon der Türknopf. Na? Hallo? Ah, okay. Und jetzt drehen. Creature, Alter, uncool von dir. Och nö. Mein bester Freund, da fällt mir gerade eine Geschichte ein zu dem goldenen Ritter hier. Wir waren mal mit unseren beiden Familien, waren wir mal auf so ein Festival. Was laber ich, Festival? Waren wir mal auf so einen alten Ritterburgen. Und da war halt so ein, ja doch, sagen wir mal, so ein Festival. Ein Fest halt nicht mit Musik, sondern da war halt alles ganz altgericht und alle Ritter und so. Und dann gab es auch einen goldenen Helm. Und den goldenen Helm, wir wollten ihn beide unbedingt haben. Und ich habe ihn dann bekommen und er hat den schwarzen bekommen. Und das hält er mir heute noch vor. Was wirklich ein bisschen bitter ist, denn wir sind heute inzwischen schon etwas älter als damals. Aber gut. Unser Controller wollte anscheinend auch den goldenen Helm bekommen. Ich gehe darauf gar nicht mehr so arg ein jetzt, immer wenn der ausfällt. Weil letztendlich bringt uns das nicht. Ah, okay. So. So. Okay, wir können schon hoch. Und was soll das jetzt hier? Okay, es hängt. Oh. Ja, gut. Egal, dann Unsichtbarkeitsumhang. Dann wird sie uns schon nicht sehen. Ganz leise jetzt. Haha, hast du uns nicht gesehen? Ja, sorry, Mann, Digga. Hier, Digga. Warum geht das denn nicht? Okay, anscheinend geht das nicht. Na? Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut, geht auch so. Und jetzt noch das da oben. 2 von 3. Hier können wir es kaputt machen. Okay, damit geht es wohl das andere, dann können die ja nämlich die anderen auch nachkommen. Ja, leg du dich mal schlafen, Oma. Hä, wieso können wir das denn... Ah, okay, anscheinend kann das nur Hermine. Okay, das war jetzt einfach. Spannung steigt. Ein Haufen Müll, yeah! Wo kommt das denn jetzt hin? Müssen wir das jetzt runterbringen? Moment. Ja, müssen wir runterbringen. Dich nehmen wir noch mit. Na, dich nehme ich auch noch mit. Können wir da runter? Achso, da sind wir gerade hergekommen. Habe ich vergessen. Okay.
Dann können wir hier jetzt aber bestimmt rein, ne? So. Alter Creature. Alter. Da war übrigens gerade Bellatrix, seine böse Cousine. Können wir Sirius auch zaubern? Yeah, können wir. Ja, verloren. Sirius kann Kram, wenn er sich in Tatze verwandelt. Ah. Graben. Ah, okay, wir müssen jetzt die Bilder suchen. Bilder suchen. Alter, willst du mich jetzt hier komplett verarschen? Okay, Leute, der Controller geht gerade nicht mehr an. Was gerade wirklich sehr scheiße ist, weil ich jetzt dann mit der Tastatur spielen muss. Okay, ich versuche mal kurz mein Bestes, okay? Aber ich mit der Tastatur zu spielen ist wirklich extrem kacke. Ey, bitte versagt jetzt nicht komplett. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel mit der Tastatur spielen soll. Och nö, ne? Okay, er geht gerade wieder an. Jetzt muss ich bloß gerade... Genau. Ich habe gerade nicht so viel Ahnung, was ich hier gerade mache. Oder... Okay, jetzt sind wir wieder umgeschaltet auf den Controller. Weil wirklich mit der Tastatur zu spielen geht nicht gut. Bei dem Spiel geht das echt nicht gut. Sorry, Hund. Okay. Was zum... Ich will doch jetzt gar nicht im Mehrspielermodus. Sorry, Leute. Kleinen Moment. Willst du mich jetzt gerade... Alter. Optionen, Steuerungsoptionen. Auf Standard zurücksetzen. Wechselgerät. Scheiße. Moment, ich glaube, das war irgendeine F-Taste. Moment. Oh, jetzt geht der Controller wieder nicht. Alter, also heute steht die Aufnahme unter keinem guten Stern. Okay, wisst ihr was? Ich probiere das jetzt kurz mal hier in der... Ja, eben hier in der... Ne, wisst ihr ja, wie kann ich denn jetzt hier den Charakter wechseln? Oh, das ist jetzt richtig, richtig Stier. Stier sagt man bei uns zu was, wenn wirklich was nicht cool ist. Jetzt, Moment, ich versuche das nochmal kurz mit dem Controller zu gehen. Also irgendwie... Jetzt, Moment. So, ich will das Gerät wechseln. Wechsle Gerät. Ich will aber nicht Spieler 2. Ich möchte gern nur Spieler 1 haben. Wechsle Gerät. Hallo. Oh, Leute. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das ist mega der Fail. Also ich denke, ich werde das zusammenschneiden, weil so kann ich gerade wirklich nicht weiterspielen. Das geht nicht. Bloß das Problem ist, wenn ich das Spiel jetzt beenden tue, ne? Dann wird sich das nicht speichern, denke ich mal. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich werde das jetzt nicht schneiden, sondern ich werde jetzt einfach die Aufnahme beenden. Und werde dann einfach das nächste Mal, dann muss ich halt ein bisschen nachspielen, das tut mir leid, aber ich denke mal nicht, dass wir so viel aufholen müssen. Und werde dann nächstes Mal genau an dieser Stelle hier, also ich versuche zumindest genau an dieser Stelle hier nachzuspielen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, das tut mir auch wirklich leid. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der Aufnahme, beziehungsweise an den verschiedenen Folgen, die damit kommen werden. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es einfach in die Comments. Über ein Abo würde ich mich natürlich jederzeit freuen. Über einen Kommentar auch, positives oder negatives Art. Und ich wünsche euch noch was, einen schönen Tag, wie auch immer. Also bis dann, haut rein und bis nächstes Mal. Ciao.